Hallo Dino-Menschen, Lost Island ist die nächste Map, die jetzt im Dezember erscheinen wird. Und im Zuge des Extra-Live-Events haben wir auch endlich neue Infos zu den Tieren und ihren eventuellen Zähmöglichkeiten bekommen. Ich habe die Nacht für euch durchgemacht, um keine einzige Info zu verpassen und habe euch die besten Ausschnitte herausgesucht, solltet ihr den Stream nicht geschaut haben. Zum einen haben wir endlich ein Datum. Lost Island wird voraussichtlich am 14. Dezember erscheinen. Es wird drei neue Dinos mit sich bringen, die wir sogar in einem Oldschool-Ark-Dino-Trailer vorgestellt bekommen haben. Wer bei Ark schon etwas länger dabei ist, wird sich an dieses Format erinnern, mit dem 2016 fast wöchentlich neue Tiere vorgestellt wurden. Fangen wir also an mit dem Sinomakrops Bondi. Die wichtigsten Fähigkeiten wurden hier präsentiert. Fliegen, Gleiten, ein Inventar, auf das man zugreifen kann, ohne den Dino auf den Boden zu setzen. Dazu die Möglichkeit, kleinere Dinos mit einer Drohgeste zu erschrecken. Dies soll automatisch wie auch manuell funktionieren und sogar den Noglin mit einschließen. Der Sino wird euch also eine gewisse Zeit immun gegenüber dem Noglin machen. Wer also ständig mit Mikroraptoren, Noglins oder anderem Kleingetier geärgert wird, sollte sich diesen kleinen Racker zulegen. Wir haben auch Infos darüber bekommen, wie man ihn zähmen kann. Die Zähmmethode soll ein Passiv-Tame sein, aber mit einigen Extras. Taming them, they love chitin. They really love chitin. They're a little bit flighty. You move a little too fast or you come in maybe on something like a tech jetpack, making a little too much noise or start shooting your guns around them. They're not gonna like that. But if you do come in nice and calm and gentle and you have some chitin to give them, they'll start to become your best friend. Ihr müsst euch also ruhig verhalten, um den Sino mit Chitin zu füttern, und jegliches Geräusch wird ihn aufschrecken und fliehen lassen. Da müssen wir auf jeden Fall unsere Schleichkünste trainieren. Als nächstes wurde dann der Amagasaurus noch einmal in einem Trailer präsentiert, und diesen möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Der Amagasaurus verschießt seine Nackenstacheln und ähnlich wie beim Stego könnt ihr auch hier durch die verschiedenen Modi hindurch switchen, also zwischen Eis und Feuer. Die Nackenstacheln sind auch seine Munition und wenn ihr einen Stachel verschossen habt, dann muss er erst nachwachsen, bevor ihr wieder schießen könnt. Auch die Zähmung des Amagasaurus ist speziell und auch hier haben sich die Devs ein wenig dazu hinreißen lassen, etwas mehr auszuplaudern. The Amagasaurus is just insanely different. Because you're actively having to go fight creatures with it in tow, and it will try to fight those creatures with you. Yep. And it taking damage is not gonna, it's gonna ruin your taming effectiveness. So you wanna protect it and keep it safe, but also, you know, trying to look for opportunities to be aggressive and get into as many fights that it wants to get into as possible to start gaining, you know, that taming effect or the taming affinity to actually tame it. And that's not something we have on any dino. Yep, you got to keep the damage towards the to the Amagasaurus at a minimum to keep the taming effectiveness up. Damit der Amagasaurus überhaupt bereit ist, gezähmt zu werden, muss er mit euch zusammen Gegner bekämpfen und dabei jedoch möglichst wenig Schaden bekommen. Sollte er zu viel Schaden bekommen, dann geht seine Zähmeffizienz herunter. Und erst dann kann er gezähmt werden. Wie die Zähmung dann jedoch aussieht, wollten sie nicht verraten. Es ist jedoch zu vermuten, dass es sich auch hierbei um einen Passiv-Tame handelt.
Als letztes haben wir dann den Trailer zum Deinopithecus bekommen. Der Pavian mit den schwierigen Geschossen wird auf jeden Fall für eine Menge Unterhaltung sorgen. Awesome. Zur C-Methode wurde uns leider überhaupt nichts verraten, nur dass sie einzigartig sein soll. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass der Affe zwar Tech deaktivieren kann, dies jedoch aus Balancing-Gründen nicht Turrets mit einschließt. Das wäre ein zu großer Eingriff in die Base-Verteidigung und wenn man schaut, wie wenig Bases auf PvP überhaupt noch draußen im Freien stehen, wäre das auch der komplett falsche Schritt und Tribes würden sich eher noch weiter in die Höhlen verkriechen. Ansonsten ist das Konzept jedoch interessant. Der Deinopithecus soll auch mit der Fähigkeit kommen, Blutungsschaden zu verursachen und da bin ich gespannt, wie er sich im Vergleich zu den anderen Blutungstieren verhält. Das waren unsere Lost Island News, Veröffentlichung am 14. Dezember diesen Jahres. 3 neue Dinos, Flatter-Dino, Feuereis-Dino und Häufchen-Katapult. Vergesst auch nicht, dass mit Lost Island ein kleines Schulter-Dino-TLC kommt, bei denen die bisherigen Schultertiere bearbeitet werden. Der Dezember wird also sehr spannend. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und falls ihr weiterhin up-to-date bleiben wollt, dann vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!